Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es ist der Rausch der Sinne, es ist der Rausch der Ekstase, oder vielleicht ist es auch nur, um es mit den Worten von meinem Namensvetter Otto Clemens zu sagen, das rauschende Meer, das langsam an den Fels in der Brandung schlägt. ein legendäres Zitat, das ich irgendwie nie aus dem Kopf bekommen habe, seit ich es das erste Mal bei Universum gehört habe, weil das für mich einfach sinnbildlich für die absolute Langeweile von diesen Kommentaren steht. Und das ist womöglich auch etwas, das wir über den Film Babylon, Rausch der Ekstase von La La Land und Whiplash-Regisseur Damien Chazelle sagen können. Der Film war ja damals im Jahr 2023 sogar für 3 Oscars nominiert, für das beste Kostümdesign, für die beste Musik, beziehungsweise auch für das beste Produktionsdesign, hat allerdings in keiner dieser 3 Kategorien dann die Goldstatue tatsächlich mit nach Hause nehmen können. Aber wir haben von dem Film, der mit einer Laufzeit von übrigens 3 Stunden auch relativ lang ausgefallen ist, 189 Minuten, holy freaking hell, haben wir natürlich auch bei uns zahlreiche Auflagen fürs Heimkino bekommen. Neben DVDs und Blu-Rays gibt es auch eine 4K-Auflage im Steelbook, beziehungsweise auch als Steelbook. Das gab es sogar beim deutschsprachigen Amazon vor kurzem im Sonderangebot, ist allerdings dadurch mittlerweile restlos ausverkauft. Ich persönlich habe mich allerdings in dem Fall für das italienische Steelbook entschieden, das grundsätzlich 1:1 identisch ist mit dem deutschen Ton. Der einzige Unterschied ist nur, dass dieses Backcoverblatt, das gar nicht am Steelbook befestigt ist, natürlich eben hier grundsätzlich in italienischer Sprache gehalten ist, aber glücklicherweise scheint es sich hier um exakt die gleiche Disc zu handeln, weil eben auch deutscher Ton hier sowohl bei der 4K UHD als auch bei der Blu-ray angegeben ist. Und noch einmal finde ich es wahnsinnig interessant, dass in Italien die Paramount-Titel von Play-On Pictures vertrieben werden, was, glaube ich, auf unserem Steelbook auch nicht angegeben ist, weil sie es nicht tun halt. Aber wir können jetzt dann einmal einen Blick auf das Frontcover-Artwork werfen. Dabei bekommen wir ein anderes Artwork als auf den Standard-Blu-Ray-Cases, wobei bei diesen finde ich einfach nur ein absolut generisches Motiv zu sehen, weil ich finde auch, dass das klassische Kinoplakat von dem Film jetzt ebenfalls nicht besonders beeindruckend ist. Da finde ich sogar noch, dass dieses Blu-Rays oder 4K-Steelbook-Cover-Artwork noch irgendwie das künstlerisch interessanteste ist, weil es halt eben diese Welt und diesen Wiederkehr von den einzelnen Charakteren darstellt. Wir haben ja hier quasi eigentlich gespiegelt auf der unteren Hälfte und auf der oberen Hälfte dasselbe Design noch einmal. Beziehungsweise haben wir halt eben in dieser Mandala-esken Rose dann in der Mitte eben die Namen von den Hauptdarstellern beziehungsweise den Filmtitel. Aber was ich persönlich ziemlich cool finde halt auch ist, dass man hier mit partiellem Spotlight gearbeitet hat, nämlich eben grundsätzlich dieses komplette Konglomerat der Charaktere mit dem Spotlight veredelt hat. Man sieht, finde ich, gerade bei ihr hier unten bei den Haaren ganz besonders deutlich, wie schön und genau Paramount hier bei diesem Spotlight gearbeitet hat. Aber ich finde, dass das eben wirklich etwas ist, das durch die unterschiedliche Lichtreflexion auch wirklich positiv dazu beiträgt, dass dieses Artwork auf dem Steelbook ein bisschen besser zur Geltung kommt. Wir können dann natürlich auch einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Da sehen wir dieses Cocktailglas, das hier, oder Sektglas ist es, das hier zerschossen wird offensichtlich, wo, finde ich, auch diese Details sehr schön dargestellt wurden, auch hier mit etwas Partial Spotlight, wobei der hier bei diesem wegschäumenden Ding nicht ganz 1:1 drauf sitzt und ein bisschen abweicht, was allerdings nicht wirklich stört. Wir können dann einen Blick ins Innere werfen, da finden wir quasi die standardmäßigen
Paramount Disc Farben, wir haben eben die Blu-ray einfach nur, die 4K UHD einfach nur in einfärbigen Schwarz. Natürlich handelt es sich bei einem über 3 Stunden langen Film auch um eine Triple Layer BD UHD 100, beziehungsweise gibt es 2 Blu-rays, eine mit dem Bonusmaterial, beziehungsweise auch eine mit dem Film. Dazu bekommen wir als Innenartwork von diesem Steelbook auch ein relativ bekanntes Motiv und Bild aus dem Film. Das ist ja auch quasi ein Stil, den wir auf vielen verschiedenen Poster, Artworks und Plakatmotiven haben, sogar 1:1. Dieses Motiv ist ja ebenfalls als amerikanisches Kinoplakatmotiv von dem Film verwendet worden. Dafür bekommen wir dieses Bild hier eben ausschließlich weiß grundiert, beziehungsweise mit Full Gloss Finish, sodass wir eben hier keinerlei metallischen Steelbook-Effekt auf diesem Bild haben, der allerdings, finde ich, auch bei diesem Motiv nicht unbedingt passend gewesen wäre. Dabei muss man halt sagen, dass das ein Steelbook ist, das sich mit noch am wenigsten wirklich die tatsächlichen Möglichkeiten, die der metallische Untergrund bietet, zunutze macht, dass das allerdings nur bedingt störend ist, weil ich finde, dass Paramount trotzdem mit einigen schönen Assets und schönen Bilddetails hier gearbeitet hat und damit, finde ich, ein durchaus gelungenes Steelbook gemacht hat für einen Film, wo ich jetzt tatsächlich ein bisschen am Zweifeln bin, ob der wirklich ganz nach meinem Geschmack ist, aber ich möchte ihm auf jeden Fall eine Chance geben, deswegen habe ich ihn mir auch in die Sammlung geholt und bin definitiv gespannt, was mir Babylon liefert. Ein Film, der allerdings offensichtlich bei uns jetzt auch nicht sonderlich gefragt wird, weil wenn ich in der OFDB-Suche Babylon eingebe, dann finde ich schon bei den automatischen Vorschlägen von der OFDB nicht nur Babylon AD aus dem Jahr 2008 an allererster Stelle, sondern sowohl Babylon 5, die Serie, als auch mit Space Center Babylon 5 und Babylon 5, der erste Schritt, 2 Filme aus diesem Universum und sogar einen Film namens Babylon aus dem Jahr 2001. Ein schwedischer Dogma-Film von Vladan Stravkovic, der nicht einmal eine einzige eingetragene eine Fassung hat, den kein Benutzer bewertet hat oder in seiner Sammlung hat, sogar den findet die OFDB zuerst und lieber als diesen Babylon-Film. Das ist womöglich etwas, das einem zu denken geben könnte, vielleicht auch ein bisschen über den Suchalgorithmus der OFDB, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was es mit dem Film auf sich hat. Habe einige gute Sachen, einige sehr gelangweilte Sachen gehört, aber da ist es natürlich dann passend, wenn man eine Disc-Version hat, über die man sich hier selber ein Bild von dem Film machen kann.